Das sind die RHI-Kontexte, das Interviewformat aus dem Roman-Herzog-Institut. Wir nehmen uns bewusst Zeit, um bei Themen auch in die Tiefe gehen zu können. Gegenstand dieser Staffel sind die Spaltungen von Gesellschaften. Heute bei mir zu Gast ist Karl Friedrich Herb. Sie sind emeritierter Professor für politische Philosophie an der Universität Regensburg. Daneben haben Sie auch längere Zeit in Brasilien und in Frankreich gelebt, geforscht und gelehrt. Herr Professor Herb, überall ist die Rede von den Spaltungen in der Gesellschaft. Sei es jetzt, dass es Spaltungen gibt zwischen oder geben sollte zwischen Geimpften und Ungeimpften, zwischen Stadt und Land, zwischen Einkommen und Vermögen oder vielleicht sogar in München zwischen Stadtviertel. Meine Frage ist, obwohl das Thema so betont wird, ist es denn wirklich so, dass unsere Gesellschaft oder unsere westlichen Gesellschaften heute mehr gespalten sind, als sie das dann früher waren? Mhm. Ja, das ist die Frage, die im Moment sehr häufig gestellt wird. Und ich habe auch aus purer Neugierde heute noch mal ins Internet geschaut. Also wenn man den Begriff Spaltung der Gesellschaft eingibt, hat man 1.260.000 Einträge. Also Sie sind mit dem Thema up to date. Ne? Okay. Das ist ja, glaube ich, auch, Sie haben sich ja schon mit einem Wirtschaftsethiker unterhalten über das Thema. Und einen genau, und jetzt dann mit einem Soziologen. Ja, jetzt komme ich hier als Vertreter einer Disziplin, die so im Spannungsfeld zwischen Beobachtung und Bewertung steht. Mhm. Und die Frage, die sich aufdrängt, ob die Gesellschaft gespalten ist und ob sie vielleicht jetzt noch gespaltener ist als früher, ist natürlich deshalb schwer zu beantworten, weil man erstmal klären müsste, was heißt eigentlich Spaltung der Gesellschaft. Wenn man so die Diskussion verfolgt, die ja im Moment sehr stark durch die Corona-Pandemie bestimmt ist, merkt man manchmal so eine gewisse begriffliche Orientierungssuche. Da ist auch von Polarisierung der Gesellschaft die Rede. Also das Thema, das wir heute besprechen, ist kein neues. Obwohl es im Moment so virulent ist und vielleicht sich in einer... Ja, und keins, das nur Deutschland betrifft wahrscheinlich. Auf jeden Fall das. Ne? Sozusagen die Frage, die gesellschaftspolitisch wichtigen Fragen, die jetzt mit der Corona-Krise, mit dieser mangelnden, sagen wir es mal so, mit der mangelnden Impfbereitschaft eines Teils der Gesellschaft hier in Deutschland einhergehen. Die Fragen stellen sich in anderen auch, auch in Frankreich, das wird niemand überraschen, wo die Corona-Politik ja durch den Präsidenten viel, viel rigoroser gehandhabt worden ist, gibt es massive Proteste. Wir hören das im Moment aus Kanada. Und also das ist eine Frage, die die Gesellschaft sozusagen in Wallung bringt, die sie polarisiert. Mhm. Natürlich muss man zugestehen, wenn es eine Spaltung sein sollte, dann verläuft dieser Spalt nicht mitten durch die Gesellschaft, sondern die Größenverhältnisse zwischen den Geimpften und den Impfwilligen und denen, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht impfen lassen wollen, ist natürlich ganz eindeutig, das ist eine Minderheit. Aber trotzdem sehen viele... die Linien laufen durch die Familien und durch die WhatsApp-Gruppen. Absolut, und ich kann das auch von mir selber sagen. Das ist, man merkt nur sozusagen als Zeitgenosse, dass es relativ fruchtlos ist, in diese Diskussion einzusteigen, weil man, glaube ich, selber, also ich muss gestehen, ich bin jetzt dreifach geimpft, weil man, glaube ich, als Geimpfter schwierig von seiner Position abzubringen ist und auch diejenigen, die sich nicht impfen lassen, sicher nicht sozusagen in einem argumentativen Austausch jetzt ins Impfzentrum gehen würden. Mhm. Also da würde ich sagen, die Frage nach der Spaltung der Gesellschaft wird durch die Corona-Krise virulent, aber nicht alle sind der Meinung, dass mit dem Header Spaltung der Gesellschaft das Problem wirklich benannt wird. Ich habe Ihnen mal ein Zitat rausgenommen, da heißt es, da wird gefragt, ob ein bisschen Twitter-Gezänk pastorinnenhaft jetzt diese Spaltung der Gesellschaft hervorbringen kann. Also die Tragfähigkeit dieses Begriffes der
der Spaltung der Gesellschaft. Den können wir uns vielleicht im Laufe unseres Gesprächs noch mal ein bisschen genauer anschauen, ob es der richtige Begriff ist, um dieses Phänomen jetzt zu begreifen und auf den Begriff zu bringen. Manchmal gibt es ja gesellschaftliche Phänomene und dann versucht man sie zu verstehen und man redet darüber. Und manchmal gibt es Dinge, über die man redet und dann am Ende gibt es so etwas wie die Spaltung der Gesellschaft und wir müssen dann trotzdem kritisch fragen, gibt es die überhaupt? Ist es der richtige Begriff? Mhm. Hat der objektive Realität? Hm? Oder ist es jetzt eher so ein medial konstruiertes Produkt, unter dem wir uns jetzt zum Beispiel auch zu diesem Gespräch hier finden? Dann versuchen wir doch mal den Begriff etwas zu erschließen. Ich schlage mal vor, wir gehen zu einer Gesellschaft, die wahrscheinlich strukturell schon wesentlich gespaltener ist als unsere Gesellschaft, in der wir hier leben. Sie haben lange Zeit in Brasilien gelebt und ich habe auch geforscht, auch zur brasilianischen Gesellschaft geforscht. Und wenn ich mir als Laie Brasilien denke, wenn ich mir Bilder vor Augen hole, dann ist es halt immer dieser Blick von der Copacabana über die weißen Sandstrände und die Christusstatue, dann auf die Favelas. Mhm. Und dieser Blick von den Hochhäusern, vom Reichtum zur Armut, ist ja sehr virulent. Zumindest ist es der Stereotyp. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Spaltung dann auch längerfristiger ist als in unserer Kultur und dass sie vielleicht, das ist jetzt eine Frage an Sie, auch ein Teil der Kultur schon geworden ist über noch so lange Zeit. Mhm. Stimmt das? Ja, also was Sie da ansprechen, ist dieses touristische Bild Brasiliens von Samba und Fußball und Strand oder sowas. Das ist natürlich sehr präsent, aber Sie sprechen das andere Bild auch an, das für uns mit Brasilien verbunden ist, ist dieses unmittelbare Nebeneinander von Luxusvillen und Favela. Die ja ist meist, auch wirklich so, oder? Ja, sieht man manchmal. Ne? Und wenn man dort ist, braucht man manchmal auch nur einen Schritt in die falsche Richtung zu gehen, dann ist man plötzlich in einer ganz anderen Welt. Also da scheint die gesellschaftliche Spaltung absolut sichtbar zu sein, sozusagen schon an der Kartografie von Städten, wenn Sie an São Paulo oder von Rio denken. Wir haben ja gesagt, so die Corona-Krise ist auch so ein bisschen das Motiv oder sozusagen der Motor, uns mit der Frage zu beschäftigen. Wenn man da auf beide Länder sieht, sieht man natürlich oder nimmt man sofort ganz markante Unterschiede. War hier sozusagen eine Regierung, die versucht hat, im Kontakt, in der Rückkopplung mit der Wissenschaft eine vernünftige, sozialverträgliche Corona-Politik auf die Beine zu stellen. Und auf der anderen Seite in Brasilien einen Präsidenten, der sich weitgehend den Tatsachen verweigert. Ja, wollte ich sagen. Also gibt es auch einen Präsidenten, der... Genau, genau, der Chloroquina als probates Mittel empfohlen hat und eigentlich auch nichts dafür getan hat, dass das Land mit den notwendigen Ressourcen jetzt an Impfsehern versorgt wird. Also eigentlich ein sehr unverantwortlicher Präsident, aber auf der anderen Seite eine Gesellschaft, bei der die hiesige Diskussion, soll man sich impfen lassen, muss man sich impfen lassen, so undenkbar wäre, denn in dem Augenblick, als die Impfseherinnen da waren, haben sich alle impfen lassen. Und ich glaube, in Rio habe ich eine Zahl gehört, da sind 99% der Gesellschaft geimpft. Also auch die Anhänger vom Präsidenten. Genau, selbst die, ne? Was ja auch nochmal ein Thema für sich ist. Mhm. Aber sozusagen, da ist die Reaktion auf die Pandemie ganz anders. Also sozusagen hiesige Impfskepsis in einem Teil der Bevölkerung. Auf dieser Seite gegenüber dann in Brasilien einer sehr großen Bereitschaft, sich unmittelbar impfen zu lassen. Also gehe ich nochmal davon aus, auch wenn es der Politik widerspricht, das muss dann vielleicht auch oder kann vielleicht auch ein Grund in der Kultur liegen. Das ist die Frage und Spaltung der Gesellschaft ist natürlich ein Titel, der in besonderer Weise jetzt auf die brasilianische Gesellschaft zutreffen würde. Brasilien ist heute nach Katar
das Land mit der extremsten Eigentumskonzentration und gehört nach wie vor, trotz der Regierungszeit der Arbeiterpartei, heute zu den 10 Ländern, in denen die Eigentumsverhältnisse am unausgeglichensten und eigentlich am ungerechtesten sind. Ne? Wo wir gerade beim Stichwort Gerechtigkeit sind, es gab ja einmal eine sehr prägnante Charakterisierung Brasiliens durch den damaligen Präsidenten Fernando Henrique Cardoso. Mhm. Der hat gesagt, es war Mitte der 90er Jahre, Brasilien sei kein armes Land, sondern ein ungerechtes Land. Und diese Bestandsaufnahme, die gilt jetzt auch in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts und natürlich unter den besonderen Bedingungen jetzt der Corona-Epidemie, weil die gesellschaftlichen Ungleichheiten werden natürlich durch diese Krise jetzt nochmal forciert. Also Sie haben jetzt danach gefragt, gibt es da Gemeinsamkeiten, Unterschiedlichkeiten, gibt es vielleicht eine bestimmte Kultur in Brasilien, die dafür sorgt, dass diese Corona-Krise jetzt anders wahrgenommen wird und möglicherweise bewältigt wird. Wenn man jetzt fragt, was heißt eigentlich? Der Punkt ist ja, also wenn Sie schon sagen, Mitte der 90er Jahre, ja, bis heute hat sich wenig geändert. Ich vermute mal, auch vorher wird sich hier relativ wenig geändert haben. Es muss irgendeinen Ursprung haben. Wir wissen ja alle, Brasilien ist ein durch die Portugiesen kolonisiertes Land. Und es gibt einen brasilianischen Autor, Gilberto Freire. Ich glaube, Sie haben auch ein Bild dazu da. Können Sie was zu dem sagen? Ist ein Kind des 20. Jahrhunderts, wird 1900 in Recife geboren und stirbt 1987, um jetzt nichts Falsches zu sagen, auch wieder in Recife. Und er ist einer der ersten Autoren, der, man würde ihn sozusagen in dem Feld von Geschichte, Sozialgeschichte und Anthropologie beheimaten, der in den Vereinigten Staaten studiert hat, vor allen Dingen bei einem deutschen Anthropologen, bei Franz Boas, und der in den 30er Jahren angefangen hat zu publizieren und dann mit einem alten Vorurteil, würden wir es vielleicht sagen, oder mit einem rassistischen Präfix aufzuräumen, das bis dahin auch in Brasilien gegolten hat, nämlich sozusagen das rassistische Präfix, dass die aus Afrika importierten Schwarzen und die indigene Bevölkerung eine minderwertige Rasse seien. Und dass sozusagen diese Minderwertigkeit möglicherweise dadurch austariert werden kann, dass die Gesellschaft weiß gemacht wird, dieses berühmte Embraqueamento. Und Freire ist einer der Ersten, der diesen traditionellen Rassismus hinter sich lässt und davon ausgeht, dass Brasilien halt eine gemischte Gesellschaft ist, der es gelingt, die Rassenunterschiede zu befrieden. Die Botschaft nach Nordamerika und nach Europa war damit klar, also den Brasilianern gelingt es, eine gesellschaftliche Spaltung zu überwinden, die nach wie vor damals in den 30er Jahren die Agenda der nordamerikanischen Bevölkerung bestimmt hat. Und ein Problem sozusagen aus der Welt zu schaffen, unter dem auch Europa leidet. Also wenn man sich überlegt, was zur gleichen Zeit in Deutschland Konsens war oder gängige Meinung war, dann ist er doch eine Ausnahme, oder? Genau. Ne? Sozusagen. Und er hat es auch so verstanden, dass Brasilien hier eigentlich eine Lösung für ein gesellschaftliches Problem, nämlich für das Rassenproblem, liefert, wofür es in Europa und in Nordamerika kein Vorbild gibt. Ne? Also das war sozusagen seine große Botschaft. Er hat ein Buch geschrieben 1933, das heißt Senzala und Casa Grande, also Herrenhaus und Sklavenhütte, in dem er auf die besonderen spezifischen Bedingungen der portugiesischen Kolonisation in Südamerika hinweist. Also anders als die spanische, nicht auf eine Trennung der Rassen abzielt, sondern auf eine Verbindung der Rassen. Und vielleicht um den Bogen direkt in die Jetztzeit zu schlagen, Ende letzten Jahres gab es in Brasilien einen Tag, wo man des schwarzen Bewusstseins gedacht hat. Da gab es viele Demonstrationen und im Zuge dieser Demonstration ist auch eine
schwarze Brasilianerin getötet worden und darauf hat es sehr viele Proteste gegeben. Und jetzt, weil wir sozusagen in einem medialen Zeitalter gibt, hat der brasilianische Präsident Bolsonaro darauf reagiert und hat gesagt, nicht der Rassismus in Brasilien ist das Problem, sondern der Protest gegen den Rassismus. Und er hat dabei, glaube ich, nicht ganz zufällig gesagt, Brasilien ist ein gemischtes Land. Also er hat genau dieses Narrativ aufgegriffen, aber in einer ganz paradoxen, eigentlich in einer skandalösen Weise bemüht, um jetzt sozusagen nicht den Rassismus an den Pranger zu stellen, sondern diejenigen, die sich dagegen wehren. Aber wie gesagt, das ist sozusagen ein Narrativ gewesen. Und dieses Narrativ widerspricht doch auch so ein bisschen diesen Spaltungsgedanken, denn wenn Freddy sagt, die brasilianische Gesellschaft ist ein Vorbild, denn es geht ja um die Vermischung der Rassen in Anführungsstrichen, da müsste doch die Gesellschaft etwas homogener sein und die Brasilianer müssten ein Rezept gefunden haben, diese Spaltung zu überwinden. Sie haben ob Sie das Rezept gefunden haben, aber das war ja zunächst sozusagen ein theoretischer Entwurf von Freddy, daraus hat sich dann... Sie war auch sehr einflussreich. Genau, sehr einflussreich und da hat sich ja im Laufe der Zeit auch ein Theorem entwickelt, was dann auch Staatspolitik unter Vargas geworden ist, nämlich diese sogenannte Democracia Racial. Das war sozusagen der genuine Beitrag der Brasilianer sozusagen innerhalb der Politik, dass die Rassenkonflikte aufgehoben werden. Also während in Amerika der Staat selber diskriminierend war, hat der brasilianische Staat zum Beispiel in den 50er Jahren unter Vargas die Diskriminierung selber unter Strafe gestellt. Mit dem Ergebnis, dass man lange Zeit behauptet hat, aufgrund dieser Rassendemokratie, aufgrund dieser eigentümlichen Verbindung der drei Rassen, gäbe es in Brasilien kein Rassenproblem. Und deshalb auch nicht die Notwendigkeit, jetzt mit besonderen Maßnahmen die Benachteiligung von Schwarzen aufzuheben, weil Brasilien sozusagen per Definition irgendwie ein Land ist, in dem das Rassenproblem gelöst ist. Ne? Also fortschrittlicher auf jeden Fall als zur gleichen Zeit in den USA. Das auf jeden Fall. Aber sozusagen das mit der Demokratie, Racial, damit auch der Rassismus in Brasilien aufgehoben wird, wird natürlich heutzutage niemand ernsthaft behaupten wollen. Aber sozusagen, dass der Kampf gegen den Rassismus auf die politische Agenda getreten ist, war eigentlich erst da möglich, als man sich von diesem Narrativ der Rassendemokratie und diesem einvernehmlichen Bild der brasilianischen Gesellschaft getrennt hat, nämlich unter der Regierung der PT, der Arbeiterpartei, unter der Regierung von Lula. Erst dann hat man eigentlich gemerkt, dass sozusagen unter dem Anstrich der Rassendemokratie die gesellschaftliche Spaltung zwischen Arm und Reich sich in weiten Teilen auch mit der Spaltung zwischen Weiß und Schwarz und Moreno deckt. Ich habe jetzt ein bisschen gezögert, weil das natürlich auch zu den Besonderheiten Brasiliens geht und ein späterer Theoretiker, Roberto da Mata, hat das immer betont, dieses duale Denken zwischen Schwarz und Weiß und zwischen Ja und Nein ist in Brasilien nicht so gegeben. Da gibt es Ja, Nein und mehr oder weniger. Sim, Nau, Mais ou menos. Und es gibt auch nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch Moreno. Also sozusagen der Versuch, sozusagen ein einvernehmliches Verhältnis zwischen den Rassen zu denken, zunächst bei Freddy und dann der Versuch des autoritären Staates, das zur Staatsdoktrin zu machen. Aber wie fadenscheinig, wie vordergründig diese Versöhnung der Rassen und das, was Bolsonaro ja nochmal bemüht hat, dieses Bild des gemischten Volkes war, hat man eigentlich erst so zu Beginn dieses Jahrhunderts erkannt mit Quoten, mit der Erleichterung des Zugangs zu Schulen und so weiter. Und da zeigt sich natürlich ein Phänomen. Zuerst in den 80er, 90er Jahren. Genau. Ne? Mhm. Und dann vor allen Dingen unter der PT-Regierung, die dann versucht hat, auch
der schwarzen Bevölkerung und den schwarzen Jugendlichen Zugang zur Uni zu verschaffen, mit einem enormen, gegen den enormen Widerstand der brasilianischen Mittelklasse. Naja, also wenn man ja schon sieht, sehr früh angedacht. Ja. Das theoretische Konzept war da, war auch erfolgreich, sehr spät umgesetzt. Es müssen irgendwelche Kräfte gewesen sein, die dem widersprochen haben und diese, diese Rassenfrage in Anführungsstrichen bitte aus dem Kontext der damaligen Zeit ist ja nur eine Dimension gewesen von gesellschaftlicher Spaltung. Es muss ja noch viel mehr gegeben haben, wenn man heute noch diese Spaltung in so krasser Art und Weise, wie wir es halt vorher beschrieben haben, wenn diese sichtbar sind. Mhm. Also mit den Rassenunterschieden gehen natürlich Einkommensunterschiede einher. Mhm. Und Mann und Frau. Und wenn man bedenkt, dass halt Brasilien aus einer Feudalgesellschaft gekommen ist, dann denke ich, dass das noch über lange Zeit wirksam ist und vielleicht sogar noch ja, war und ist. Mhm. Gibt es noch weitere, in Anführungsstrichen, Lösungswege, die die Brasilianer gefunden haben, diese Spaltung zu überwinden? Ja, eine Spaltung wäre, eine. Ich vielleicht noch mal eine Bemerkung dazu, dass wenn wir von Spaltung, und ich glaube, Sie haben in der Anmoderation ja auch von Spaltungen geredet, ich glaube, der Plural ist sehr wichtig. Wir haben ja dieses Triple von Race, Class und Gender als die wesentlichen Demarkationslinien, an denen Gesellschaften sozusagen ihre Unterschiede kreieren und Ungleichheit stiften. Also im brasilianischen Kontext. Genau. Ich glaube, in Deutschland wird kaum jemand sagen Race und... Ja, das nicht. Also Ethnizität ist vielleicht in der Flüchtlingsfrage auch nochmal ein Thema für sich, aber sozusagen theoretisch ist das ja versucht worden, dass man sagt, okay, es gibt Ungleichheiten in der Gesellschaft, die durch ökonomische Bedingungen bestimmt wird, also eine Perspektive, die natürlich dann prominent im Marxismus vertreten worden sind. Manchmal auch so einseitig, dass andere Ausschlussmechanismen nicht berücksichtigt worden sind, zum Beispiel die Frage des Geschlechtes, also wo Ungleichheit in der Gesellschaft aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit hergestellt wird. Und dann die Frage der Ethnizität. Und wir haben ja seit einigen Jahrzehnten diese Intersektionalitätsforschung, die gerade danach fragt, wie diese unterschiedlichen Ausschlussmechanismen eigentlich zusammenwirken. Man kann sich eine Frau vorstellen, die schwarz ist, die arm ist und die dann vielleicht auch noch behindert ist. Also, es sind Faktoren, die sich dann gegenseitig verstärken. Genau, verstärken. Genau. Und wir kennen diese Problematik, dass man sozusagen von diesen drei Ausschlussmechanismen einen besonders fokussiert auch aus der Genderforschung, wo dann vor allen Dingen schwarze Gender-Theoretikerinnen darauf hingewiesen haben, dass die westlichen Gender-Theoretikerinnen eigentlich blind für das Problem der Ethnizität gewesen sind. Also wenn wir von Spaltung der Gesellschaft reden, müssten wir das eigentlich, wie Sie es auch am Anfang schon angedeutet haben, immer im Plural denken. Mhm. Und das. Und eine Lösung sozusagen ist dann wirklich auch nur ein valides Herangehen, wenn es nicht nur eine Dimension betrifft, sondern mehrere. Genau. Ne? Wir haben ja vielleicht im Laufe des Gesprächs noch Zeit, nochmal sozusagen einen größeren Sack aufzuknüpfen, weil spalten kann man eigentlich das nur, was vorher in irgendeinem Zustand der Einheit gewesen ist. Mhm. Auch Gesellschaften, wenn man sagt, die werden jetzt gespalten, dann muss man sich natürlich vor allen Dingen als Vertreter der politischen Ideengeschichte fragen, ja, was verbirgt denn eigentlich die Einheit der Gesellschaft? Ne? Was sorgt dafür, dass sich Bürgerinnen und Bürger eines Landes sozusagen mit diesem Land verbunden fühlen, dass sie sich eins fühlen? Also sozusagen würde dann die Frage der Spaltung... Und dann später auch die normative Frage, aber da kommen wir noch drauf, ist es denn so positiv? Also es gibt ja Gesellschaften, die zumindest nach außen hin sehr einheitlich erscheinen, wenn ich jetzt an Nordkorea denke oder wenn ich jetzt in vielleicht auch an China denke. Ja. Aber die Frage ist, ob das dann auch so positiv ist, zu bewerten ist.
Genau. Und ob es nicht vielleicht auch positive Seiten von Spaltung gibt. Genau. Oder von Vielheit. Ne? Ja. Und vielleicht ist die Vielheit ein wesentliches Moment, diese Einheit sein muss, um sie überhaupt lebbar zu machen. Ich glaube, an der Frage kommen wir nicht vorbei. Und da kommt ja auch dann nochmal eine Pathologie ins Spiel, die jetzt auch noch viel, viel stärker ist als die, die wir jetzt im Moment haben, wenn wir im Kontext von Corona über das Problem sprechen, wenn wir auf das 20. Jahrhundert und die Entstehung der totalitären Systeme denken. Das sind ja Systeme, die sozusagen in ihrer DNA schon den Versuch hatten oder die Absicht hatten, jede Spaltung in der Gesellschaft aufzuheben. Sie haben aber gefragt, haben die Brasilianer denn sozusagen neben Gilberto Freire nicht vielleicht noch einen anderen Autor, diese Einheit zu denken? Und da gibt es ein Zeitgenosse von Freire, der aber nicht jetzt aus dem armen Nordosten kommt, Brasilien aus Recife, sondern der aus São Paulo kommt, Sergio Buarque de Holanda. Leute, die sich mit Brasilien beschäftigen, den kommt deren Name vielleicht bekannt vor. Sein Vater war der Herausgeber eines berühmten brasilianischen Lexikons und der Sohn von Sergio Buarque de Holanda ist übrigens, das sage ich nur nebenbei, aber das darf man, glaube ich, im Brasilien-Kontext nicht unterschlagen, ist Chico Buarque, einer der markantesten Musiker, Komponisten und Autoren Brasiliens. Also, und dieser hat direkt an Freire angeschlossen? Ja, die sind in einem Gespräch, auch beide veröffentlichen ihr Hauptwerk in den 30er Jahren. Soweit ich weiß, war Sergio Buarque de Holanda auch mal vor dem Beginn des Nazi-Regimes in Deutschland, hat später auch in den 50er Jahren länger in Italien gelebt, hat auch andere intellektuelle Inspiratoren gehabt als Freire, hat auch Max Weber gelesen und Holanda ist mit einem Werk in Erscheinung getreten, das den schönen Titel hat, Die Wurzeln Brasiliens. Raízes do Brasil. Und die These von Holanda ist, dass man diese Wurzeln nicht in Brasilien suchen muss, sondern in Europa. Mhm. Nämlich vor allen Dingen in den spezifischen Voraussetzungen, die in der portugiesischen Kolonisation enthalten waren. Und Sergio Buarque de Holanda war der Meinung, dass es sozusagen etwas spezifisch Brasilianisches gibt. Sozusagen, das ist doch so positiv, dass er es als ein Erbstück verhandelt, das die Brasilianer für die Menschheit hätten. Das ist diese vielbeschworene Cordialidade. Das ist dieser, was ist das? Da steckt das Verb Cor drin oder Coração drin, das Herz, das ist der herzliche Mensch. Und das ist bei Sergio Buarque de Holanda die Idee, dass die Brasilianer anders ticken. Ne? Also, ist es so? Sie kennen die Brasilianer so ein bisschen? Das ist schwierig, das sozusagen grosso modo zu sagen, aber natürlich, wenn man Brasilien kennenlernt, merkt man, nimmt man natürlich erstmal die Unterschiede war. Und was das Thema Herzlichkeit angeht, das wird ja auch ein bisschen touristisch verklärt, aber natürlich ist es ein Land, was jetzt auch mit Fremden anders umgeht als bei uns und wo man auch merkt, wenn man mal in Familien oder auch in Universitäten reinschaut, dass da eine andere Temperatur herrscht. Und für Sergio Buarque de Holanda. Also wenn ich es übersetze, herzlicher. Ja, genau, herzlicher, genau. Also merkt man dann auch den Umgang in den brasilianischen Universitäten von Professor, Student, Professor, Professor? Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass es das Sie nicht gibt, also dass auf den ersten Blick sozusagen die Verhältnisse gleicher sind, aber Unterschiede sind natürlich auch da, aber die sind sozusagen nicht so leicht ablesbar. Und für Holanda war halt dieser Begriff wichtig, weil er sozusagen in dieser Herzlichkeit den Weg der Brasilianer sieht, einen Mangel zu kompensieren. Ne? Nämlich also nicht wie die Europäer dazu in der Lage zu sein, so einen rationalen Staat jetzt aufzubauen und diesen Staat sozusagen als Taktgeber auch für das private Leben. Also eine Lösung auf quasi individueller Ebene, oder? Voilà.
Genau. Also, weil der Staat versagt hat. Weil der Staat versagt hat oder nicht stark genug ist, wird sozusagen, ist diese Herzlichkeit vonnöten, um das zu kompensieren. Also sozusagen die dominierende Ordnung ist die familiäre Ordnung, ist die Intimität. Und sozusagen der Staat, die Gesellschaft, die Institutionen sind das Abgeleitete, die sich quasi auch im Bild dieses Privaten wiederfinden müssen. Also die für uns, also auch für die politische Philosophie so maßgebliche Unterscheidung zwischen dem Öffentlichen und Privaten als zwei unterschiedlichen Bereiche, die voneinander unabhängig sein, die sind, die wird durch diese Konzeption der Cordialität unterlaufen. Also wichtig sind sozusagen die intimen Beziehungen. Ist das positiv oder negativ zu bewerten? Man kann es ja auch negativ bewerten, wenn man ja, natürlich. Es um Korruption geht und um eigene Vorteilnahme. Genau, ne, diesen berühmten Jeito Brasileiro, ne, also den brasilianischen Klüngel, der sozusagen unter der Ebene der Institutionen und der Gesetze immer noch so diesen Bereich des Aushandelns an den Gesetzen vorbeigeht. Ja, er ist einerseits, also die Cordialidad ist einerseits eine Lösung, und gleichzeitig auch ein Problem. Und ich glaube, das wird im Werk von Sergio Buarque d'Holanda auch deutlich, weil sozusagen ein unparteiischer, ein Rechtsstaat, der nicht nach Personen geht, sondern nach Regeln entscheidet, den zu konstruieren, erweist sich als unter den Voraussetzungen der Kordialität, der Herzlichkeit, als ausgesprochen schwierig. Aber macht die Spaltungen erträglicher, wenn man so möchte? Das ist, glaube ich, sozusagen der innere Impuls. Ne? Der korrigiert das, was der Staat selber nicht leisten kann. Also es ist eigentlich etwas Ambivalentes. Wir haben das ja auch im Deutschen noch, indem wir sagen, das interessiert mich jetzt herzlich wenig. Also der herzliche Mensch ist nicht der von Natur aus gute Mensch, sondern der zunächst das auf der Ebene des Persönlichen, des Intimen zu klären versucht. Und dieser Versuch, das sozusagen zur Natur des Brasilianers zu machen, ist natürlich sozusagen unter den Bedingungen der postkolonialen Kritik sehr in Verruf gekommen, wenn man an Jesse de Souza denkt, einen zeitgenössischen brasilianischen Soziologen, der viel stärker an Freire orientiert ist als an Holanda, der das einfach kritisiert, dass man da sozusagen eine Natur des Brasilianers hypostasiert und gar nicht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, gar nicht auf den Markt schaut und auf die Unterdrückungsstrukturen. Genau. Aber wie gesagt, das hat sich durchgehalten und gilt immer noch so als ein Stereotyp, mit dem man arbeitet. Sozusagen als jemand, mit dem man Erklärungen finden kann. Genau, genau. Vielleicht auch ein individuelles Mittel, um diesen Spaltpilz in der Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Zumindest gedanklich. Gedanklich zumindest. Also wie gesagt, da hätten wir zwei brasilianische Selbstverständnisse, die mit dem Faktum der gesellschaftlichen Spaltung umzugehen versuchen. Wagen wir mal einen großen Schritt oder einen Flug über den Atlantik. Sie kennen sich ja nicht nur mit Brasilien sehr gut aus, sondern auch mit Frankreich. Wir haben jetzt zwei Strömungen, die Brasilien sehr geprägt haben. Frankreich ist uns wahrscheinlich auch noch etwas näher als Brasilien. Wenn wir ähnliche Tendenzen beschreiben müssen, was denn Frankreich prägt, was wäre denn das? Ja, da müssten wir an einen Autor denken, der selber gar kein Franzose gewesen ist und was die Franzosen selber immer ganz gerne vergessen. Also ich spreche von Jean-Jacques Rousseau. Ich glaube, Sie haben mal ein schönes Porträt von ihm mitgebracht, ja. Genau. Ich glaube, wenn es um sozusagen die geistesgeschichtliche Bedeutung von Rousseau geht, dann hat er natürlich nicht nur in Frankreich seine Spuren hinterlassen, sondern generell, wie wir heute über Demokratie nachdenken. Fangen wir ein bisschen früher an. Sie haben gesagt, er ist gar kein Franzose, hat doch einen französischen Namen. Genau, ne? Und schreibt auch Französisch und wie er Französisch schreibt. Ein Luxemburger. Genau, ein Genfer Bürger. Ah. Und das war ihm so wichtig,
dass er das auch auf jedes seiner Bücher geschrieben hat, also Citoyen de Genève, okay. Also Nietzsche hat sich darüber mokiert, wie man da nur stolz sein kann, aber für Rousseau war das ganz entscheidend, dass er sich als Bürger gefühlt hat und im Französischen heißt es ja auch tatsächlich Citoyen de Genève und nicht Bourgeois. Ich glaube, die Unterscheidung, die wir leider im Deutschen nicht machen können, wir sprechen vielleicht vom Bürger, vom aktiven Bürger und dem Kleinbürger, dem Spießbürger, um sozusagen diese Schwundstufe des Bürgerseins zu markieren. Für Rousseau war die ganz wichtig. Also wie gesagt, er ist... Darf ich noch mal kurz auf Brasilien zurückzukommen? Ja. Denn dieser Bürgerbegriff spielt ja noch bei Freire und bei Hollande überhaupt keine Rolle, oder? Nein, noch nicht. Das ist etwas Französisches. Das ist was Französisches, was dann vor allen Dingen aber dann in Brasilien auch auf die politische Agenda kommt, die Cidadania, in Parenthese würde ich jetzt sagen, Bürger heißt auf Brasilianisch Cidadão. Und das wird auch manchmal in einem sehr despektierlichen, also nicht sehr wertschätzenden Sinne auch gemacht. Auch sehr viel später dann. Genau, später dann. Ne? Aber sozusagen, da werden wir ja, glaube ich... Also er kommt aus Genf, aber jetzt sind wir bei der Zeit. Wann hat er so gelebt? 1712 und er ist 1778 gestorben, also vor der Französischen Revolution. Und womöglich hätte er sich auch im Grab herumgedreht, wenn er gesehen hätte, was die Franzosen unter Berufung auf ihn und sein Werk gemacht haben. Also Rousseau geht als der Père de la Révolution Française, also als die Vaterfigur der Französischen Revolution. Der Meister hat es nicht so gewollt, aber seine Schüler haben ihn dazu gemacht. Ne? Und Robespierre, weil die Anekdote eigentlich so bizarr ist, Robespierre hat ihn dann auch aus Ermenonville ausgraben lassen und im Pantheon aufgebahrt und unglücklicherweise direkt neben Voltaire, Rousseaus Intimfeind. Voltaire ist deshalb wichtig, weil er für ein Missverständnis verantwortlich ist, dass wir noch heute mit uns herumtragen, nämlich mit diesem berühmten Satz zurück zur Natur. Retour à la nature, das wird ja immer... Ist es nicht ein Rousseau-Satz? Genau, denkt man. Also ich verbürge ihn, er hat es nirgendwo geschrieben, also man findet den Satz nicht bei ihm. Okay. Und er hat auch eigentlich das glatte Gegenteil behauptet. Nicht deshalb, weil er nicht zur Natur zurück wollte, sondern weil er gesehen hat, dass dieser Rückschritt, ne, dass diese Rückkehr in die Natur nicht mehr möglich ist. Und was sind seine wesentlichen Aussagen? Ja, wie gesagt, Rousseau ist ein Autor, der ja Weltgeschichte geschrieben hat, nicht nur als politischer Autor, sondern auch als Romancier, als Autor eines berühmten Erziehungsromans. Genau, als den Emile und vielleicht als einer der ersten Gesellschaftskritiker im Diskurs über die Ungleichheit. Und natürlich sozusagen, er hat den Grundtext der modernen Demokratie verfasst in diesem berühmten Gesellschaftsvertrag. Okay, also hier geht es erstmals um wirklich Demokratie im modernen Sinne. Genau. Ne? Würde ich jetzt einfach mal unvorsichtigerweise sagen. Also wir müssen uns vorstellen, dass im Zeitalter Rousseaus und dann vor allen Dingen während der Französischen Revolution der Begriff Demokratie eigentlich eher nach hinten denken ließ. Ne? Also Demokratie war das, was die antiken Griechen, vor allen Dingen die Athener und Spartaner sozusagen in ihrer Zeit mit unvermittelter Volksherrschaft inszeniert haben. Und sozusagen Ende des 18. Jahrhunderts war deshalb auch verpönt, weil schon so lange her war? Ist so lange her und ist irgendwie passt auch nicht mehr so richtig zur Moderne, dass die Bürger sich also primär auf dem Marktplatz bewegen und nicht arbeiten und nicht erfolgreich in der Marktgesellschaft ist. Ne? Also das Stichwort auch für die Französische Revolution war natürlich das der Republik. Und jetzt fangen die Schwierigkeiten aber schon an. Was heißt jetzt genau Republik? Das ist gut. Es ist natürlich einerseits sozusagen die Absage an die Monarchie. Ne? Und nicht der König. Also alles, was nicht Monarchie ist, ist erstmal genau, Republik. Genau, ne? Das haben wir ja auch im 19. Jahrhundert. Ne? Es gibt ja kaum einen Staat heutzutage, der keine Republik ist. Die Frage, was jetzt tatsächlich Republik ist, ist wirklich eine Gelehrten- oder eine Gelehrtinnenfrage. Ob das jetzt die Mischverfassung ist
oder ob es die Repräsentation ist oder ob es die Bürgerbeteiligung ist oder das bürgerliche Tugend ist oder Selbstinteresse. Da würden wir jetzt eine ganze Menge von Türen aufmachen müssen. Aber was versteht ihr denn darunter? Republik, sagte, ist ein Gesetz, ist ein Staat, in dem die Gesetze vom Volk gegeben werden. Das klingt jetzt für uns nicht besonders revolutionär, aber Rousseau ist derjenige, der die Idee der Freiheit, über die wir ja gleich auch noch sprechen werden, weil in Corona-Zeiten beziehen sich ja alle auf ihre Freiheit, die sie eingeschränkt sehen oder gewahrt fühlen. Rousseau hat ja diesen berühmten Satz geschrieben am Anfang des Gesellschaftsvertrages, der Mensch ist frei geboren und überliegt er in Ketten. Gut, also das hat er wirklich geschrieben. Das ist definitiv von ihm. Aber vielleicht können wir dann, und das heißt ja l'homme est né libre, ist geboren und in dem Geboren steckt ja schon sozusagen die Natur in. Also was den Menschen als Menschen auszeichnet, das war Rousseaus Grundüberzeugung, ist nicht unbedingt sein Verstand, seine Vernunft, die kommt übrigens auch erst später zur Geltung. Also der Mensch in seinem Ursprung ist gar nicht vernünftig und er ist auch nicht gesellig und beileibe nicht politisch, sondern was den Menschen auszeichnet als Menschen, ist seine Freiheit. Mhm. Parenthese, wenn er schreibt l'homme est né libre, dann ist für Rousseau natürlich klar, oder ich sollte besser sagen selbstverständlich klar, dass der Mensch sich natürlich hier in dem Mann erschöpft, sozusagen. Wie bei den Antiken quasi. Genau. Ne? Und nicht nur bei den Antiken, selbst Frankreich hat erst in der 5. Republik den Frauen ein Wahlrecht zugesprochen. Also sozusagen dieser Gender Bias, der bestimmt natürlich die gesamte Geschichte der politischen Philosophie und ist deshalb, das muss man einfach sagen, eine Skandalgeschichte. Ne? Also wenn sein Thema, ich komme damit Thema die Freiheit ist, und wir klammern jetzt halt mal die Frauen aus der Zeit heraus betrachtet, dann ist seine Diagnose, dass die Gesellschaft unfrei ist, wahrscheinlich. Genau. Und dann wahrscheinlich durch die Monarchie. Einerseits durch die Monarchie, aber er würde, glaube ich, und er sagt es auch selber, er würde noch ein bisschen tiefer graben. Rousseau ist da so ein Archäologe, der fragt nämlich nach den Ursprüngen der Ungleichheit. Und die Frage entlastet zunächst die Natur. Also für die Ungleichheit in der Gesellschaft ist nicht die Natur zuständig. Das sind naturalisierte Ungleichheiten. Also eine These, die wir jetzt auch eigentlich jetzt als sehr neu rezipieren. Also was die Menschen ungleich macht, ist nicht die Natur, sondern ihre eigene Geschichte. Okay. Über eine lange Zeit in Strukturen verfestigt. Genau. Und Rousseau erzählt ja auch diese Geschichte in diesem berühmten zweiten Diskurs über die Entstehung der Ungleichheit unter den Menschen. Da erzählt er eine Geschichte, die tatsächlich, wo er mit dem Spaten rangeht und versucht, den Menschen sozusagen ans Tageslicht zu bringen. Und das ist einer, der halt nicht das ist, was alle Antiken und damals auch alle modernen Autoren gedacht haben, dass der Mensch ein Vernunftwesen ist, das von Natur aus in politischen Verhältnissen lebt. Das ist ein Solitär, der nicht in Gesellschaft lebt, der keine Gemeinschaft bildet und der auch noch nicht von Natur aus denkt, sondern die Vernünftigkeit ist sozusagen ein Ergebnis seiner Sozialisation. Und Rousseau zeichnet dann eine sehr, sehr skeptische Geschichte der Menschheit. Also je mehr sich die Menschen eigentlich von ihrem Ursprung entfernen, umso mehr verspielen sie eigentlich die Möglichkeit, ein geglücktes, ein gelungenes Leben zu führen. Aber Rousseau ist nicht nur dieser Diagnostiker, der das Unheil feststellt, sondern er ist auch der Therapeut. Und Rousseau hat sogar zwei therapeutische Vorschläge, wie man den Menschen wieder mit sich selbst versöhnt. Eins macht mit sich selbst, das sind wir an dem Thema der Einheit, und die Spaltung aufhebt. Das eine wäre ein pädagogisches Therapeutikum, ein Heilmittel. Das wäre diese natürliche Erziehung, die den Menschen ganz aus der Gesellschaft rausnimmt und versucht sozusagen am Rande der Gesellschaft durch die Erziehung so ein authentisches Leben führen zu lassen. Das ist sozusagen die pädagogische Emanzipation des Menschen. Und die ist ja auch sehr wirksam gewesen, ideengeschichtlich.
Das andere ist die politische Emanzipation des Menschen. Und da ist die heute wahrscheinlich noch wirksamer ist als die pädagogische. Genau. Und sozusagen die Revolution ist ja, auch wenn er sie selber nicht initiieren wollte, in seinem Namen erfolgt, im Namen dieser politischen Emanzipation. Das Schlagwort ist der Gesellschaftsvertrag. Mhm. Der ist es. Ne? Jetzt sind wir eigentlich auch... Also sein Kern ist wirklich der Gesellschaftsvertrag, der auch noch heute wirksam ist, wenn man die Gesellschaft in Frankreich beschreiben möchte? Das ist die Frage. Ne? Ideengeschichtlich müsste man sagen, diese Idee des Gesellschaftsvertrages... Was ist denn das? Erklären Sie das mal. Ja, das ist ja ein... Rousseau ist nicht der Erste, der diese Idee vertritt, sondern das ist dieser... Wer schließt da mit wem einen Vertrag? Genau, ne? Das ist die Frage. Mhm. Also die Grundvoraussetzung der politischen Philosophie der Moderne ist zunächst mal, das ist, glaube ich, für unser Thema ganz wichtig, dass sich Menschen von Natur aus nicht automatisch verstehen, sondern dass sozusagen ihr Verhältnis als Menschen zueinander ein Konfliktverhältnis ist. Mhm. Sie machen sich nämlich wechselseitig genau das streitbar, was für sie am wichtigsten ist, ist nämlich Freiheit und Leben. Mhm. Also sozusagen, es gibt kein natürliches Arrangement, dass wir uns immer schon verstehen würden, sondern wir verstehen uns sozusagen a priori miss. Wir sind im Konflikt zueinander. Das ist die Temperatur des Menschen. Und der Lehrer von Rousseau, Thomas Hobbes, hat es ja auf diesen berühmten Satz gebracht, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Oder auch durch den Satz, der Naturzustand ist ein Zustand des Krieges aller gegen alle. Mhm. Sozusagen, jetzt sind wir bei unserem Thema, die gesellschaftliche Einheit, das, was Menschen zusammenbringt, ist nichts Natürliches, sondern Ergebnis ihres eigenen Handelns. Das heißt, die Spaltung ist natürlich und eine Überwindung der Spaltung, das ist dann das, was die Gesellschaft ausmacht, das, was eine Kultur vielleicht ausmacht. Genau. Und das ist sozusagen das Modell und diese Einigung, die Zwietracht beendet, diese Einigung denkbar macht, ist halt der Gesellschaftsvertrag. Und Rousseau hat seinen kleinen Klassiker, sind nur 80 Seiten, ja auch nach langem Zögern du contrat social genannt, also vom Gesellschaftsvertrag. Das heißt einfach, dass er geht von dem Einzelnen auf sich selbst vereinzelten Individuum mit Freiheitsrechten aus. Mhm. Das ist der Vertragspartner. Und der schließt jetzt den Vertrag nicht, wie bei Hobbes, mit diesem großen Leviathan, der dann sozusagen für alle anderen handelt, sondern er schließt den Vertrag gewissermaßen mit sich selbst. Also mit jedem anderen. Mit jedem anderen. Sozusagen, das ist die Idee. Denn um eine neue Gesellschaft zu errichten. Genau. Und auch um seine Freiheit in einem anderen Zustand wirklich lebbar zu machen. Zu erringen. Genau. Und das ist sozusagen die Idee der Republik. Und in dieser, das ist vielleicht auch der Punkt, der uns mit meine Freiheit ist begründet in der Struktur des Staates. Genau. Also frei bin ich als Mensch, aber sozusagen Rechte auf meine Freiheit habe ich eigentlich erst, indem ich den Gesellschaftsvertrag geschlossen habe. Weil ich mir vorher in dieser Logik des Gesellschaftsvertrages diese Freiheit immer nur auf eigene Faust suchen könnte. Also wenn wir abends nach Hause gehen und die Wohnung aufschließen, sind wir immer relativ sicher, dass es unsere Wohnung ist und dass da schon kein anderer wohnt und es sich heimisch gemacht hat, weil der Staat diese Struktur garantiert. Also ist die Freiheit, auch die wir als Bürger haben, kein Geschenk der Natur, sondern eines, das wir uns selber machen, indem wir in diesen Vertrag gehen. Diese moderne Gesellschaft, die er beschreibt hat, und das ist ein Desiderat war, hat er selbst nicht mehr erlebt. Er ist vor der Französischen Revolution gestorben. Wenn ich jetzt den Blick nehme, aus so einer modernen Gesellschaft heraus, in der dann diese Freiheitsrechte verfassungsmäßig garantiert sind, schaut es dann anders aus? Ja, ich glaube, aber dazu muss man tatsächlich sozusagen über die Französische Revolution hinausgehen. Wir haben natürlich jetzt im Moment eine sehr französische Sicht auf die Weltgeschichte. Sizilianisch und Französisch. Ja, genau. Und Französisch heißt in dem Fall, Sie wissen ja, dass die Franzosen, die Pariser, die Bastille gestürmt haben und von da an gedacht haben, dass die Uhren jetzt anders gehen. Und zwar nicht nur in Paris, in Frankreich, sondern auf der Welt. Es gab ja einen revolutionären Kalender. Das heißt, diese Revolution hat so einen universalen Charakter. Ne? Die betrifft jetzt
nicht nur die Franzosen, sondern irgendwie ist ein Projekt für die Menschheit. Alle modernen. Genau. Ne? Also wenn wir es so aus der bescheidenen französischen Perspektive sagen, würden wir sagen, also französische Innenpolitik ist schon Weltpolitik. Ne? Also, und ein Autor wie Immanuel Kant hat es aufgenommen. Ne? Also sozusagen von Paris aus wird die Welt zunehmend republikanisch, bis der ganze bis der ganze Globus republikanisiert ist. Ne? Also diese Vorstellung nach dem Fall der Mauer, von diesem Ende der Geschichte, war ja auch sozusagen die Idee, dass die Demokratie nicht nur jetzt eine Errungenschaft der Amerikaner, der Europäer bleibt, sondern sich auf alle Provinzen verbreitet. Da wären wir schon am Ende des 20. Jahrhunderts, aber bleiben wir doch mal wieder noch beim 19. Jahrhundert. Genau. Ne? Und ich glaube, jetzt sind diese modernen Gesellschaften wieder im Plural. Mhm. Jetzt sind sie plötzlich da und sie werden immer mehr. Mhm. Und diese Freiheitsrechte liegen begründet im Staat, zusammen auch mit Möglichkeiten von Gleichheit, die es vorher eben nicht gab in den feudalen Gesellschaften. Mhm. Es muss doch alles in Ordnung sein, oder? Könnte man meinen. Und Sie haben ja auch schon sozusagen das Zauberwort genannt. Also es geht nicht nur um Freiheit, sondern es geht auch um Gleichheit. Und es geht um diese innige Verbindung, die beide haben. Und wenn es im 19. Jahrhundert einen Autor gibt, der sozusagen dieses Problem der Gleichheit, und ich sage von Anfang an, das Problem der Gleichheit taxiert hat. Mhm. Man könnte sagen, dass die Demokratie ein Versprechen ausgibt, dass sie nicht halten kann. Ne? Also diese Freiheit der Gleichen ist ein Projekt, das die Demokratie selber immer vor sich herträgt, aber nicht erreichen kann. Ne? Und ich vermute, Sie haben jetzt einen wirklichen Franzosen da. Einen richtigen Franzosen? Genau, einen richtigen Franzosen. Wer ist das? Das ist Alexis de Tocqueville. Mhm. Und wer ist das? Französischer Adliger und Demokratieversteher, würde ich so auf den ersten. Demokratieversteher? Ja, genau, weil vielleicht noch zu den Lebensdaten, wird nach der Revolution geboren, kommt aus einer normannischen Adelsfamilie. Das heißt, wird in einer Welt geboren, die zurückblickt, nämlich die Welt seiner Väter. Die er so kritisiert hat. Genau, sozusagen. Ne? Mhm. Und er hegt so eine gewisse Nostalgie zu dieser Welt dieser Väter, aber er weiß eines, die ist vorüber und die wird nie wiederkommen. Denn was jetzt... Als Adeliger hat er davon profitiert. Von der früheren Welt. Ja, klar. Aber er weiß auch, dass sie vorbei ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, sind es die besten theoretischen Voraussetzungen, dass ein Adeliger die Demokratie versteht. Und Tocqueville hat diesen inneren Zwiespalt auch selber nicht nur gespürt, sondern auch benannt und irgendwann mal gesagt, ja, in einem berühmten Brief, er sei eigentlich sozusagen ein Demokrat de tête, ne? Also vom Kopf her wäre er Demokrat, aber sozusagen von seinen Gefühlen her wäre er noch immer ein Aristokrat. Aber ein Aristokrat, der um den unwiederbringlichen Niedergang der Aristokratie weiß und der jetzt sagt, es gibt einen neuen Horizont, in dem sich alle Politik jetzt bewegen wird. Und Tocqueville hat als sehr junger Mann ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, also ein Umstand, wo man als Wissenschaftler nur von träumen kann. Der ist nach Amerika gereist. Als junger Jurist sollte da über das Strafgefangenensystem berichten, was damals in Europa als besonders fortschrittlich galt. Das würde heute natürlich niemand behaupten. Und von dieser Reise zurückgekehrt, hat er einen Bericht natürlich ablegen müssen. Aber er hat auch ein Buch darüber geschrieben, das dann hieß De la démocratie en Amérique, über die Demokratie in Amerika. Mhm. Und der Buchtitel enthält schon zwei wichtige Botschaften. Demokratie und Amerika. Genau. Also vielleicht bei Demokratie, bei Amerika, um damit anzufangen. Im 18. Jahrhundert war für John Locke zum Beispiel Amerika eine Illustration des Naturzustandes. Mhm. Das ist den berühmten Satz, in the beginning all the world is America. Ne?
Und ich habe gedacht, demokratisch geht ja alles von Frankreich aus. Ja, ne? Sollte man meinen, aber sozusagen Tocqueville kehrt das um. Also er schaut jetzt nicht, wie die Liberalen des 18. Jahrhunderts über den Ärmelkanal nach England auf diese famose Institution anglaise, sondern er scheint, er guckt nach Amerika. Und Amerika ist nicht mehr die Vorgeschichte Europas, sondern die Zukunft. Hm? Mhm. Das ist schon mal ganz mutig gewesen. Er ist nicht der Erste, der nach Brasilien gefahren, nach Amerika gefahren ist, aber er ist derjenige, der in Amerika, also jenseits des Atlantiks, die Zukunft Europas ausgemacht hat. Mhm. Das ist das eine. Und er gibt dem Begriff Demokratie jetzt nochmal eine andere Bedeutung. Ich hatte Ihnen gesagt, im 18. Jahrhundert denkt man bei Demokratie rückwärts an Athen, Sparta. Und für Tocqueville ist jetzt Demokratie nicht nur eine bestimmte Art, Herrschaft zu organisieren, also ein Staat, in dem das Volk das Sagen hat, sondern Demokratie ist auch eine Gesellschaftsform. Und die sieht er halt sozusagen in Amerika sozusagen fast prophetisch schon am Werk, und der gibt einen ganz einfachen Namen, das ist die berühmte Gleichheit der Bedingungen, die Égalité des Conditions. Also in Europa muss es Revolutionen geben, um die Aristokratie, das aristokratische Zeitalter ablesen, wo halt die Ungleichheit der Bedingungen sozusagen die Normaltemperatur des sozialen Lebens ist. Sondern Amerika ist das Land, wo sozusagen ohne Revolution von Natur aus die Menschen sozusagen demokratisch sind. Das ist sozusagen die, daher auch dieser eigenwillige Vorbildscharakter. Aber wissen Sie, unser Thema ist auch Spaltungen von Gesellschaften. Und wenn ich mir jetzt Nachrichten ansehe, dann sehe ich, wie schwarze Bürgerrechtler gegen Ungleichheiten auf die Straße gehen. Ich sehe große Einkommens- und Vermögensverhältnisse, dass die halt sehr ungleich sind. Mhm. Widerspricht das nicht seiner These? Ja und nein. Davon annehme, dass eine Theorie heute noch Gültigkeit hat, dass sie wirksam ist und dass sie auch ein Stück weit wahr ist. Ja, also zunächst geht es, glaube ich, um den denkerischen Impuls, den er sendet. Mhm. Das ist schon eine Art von Perspektivenverschiebung. Also sozusagen, es gibt einen neuen Horizont, das ist Amerika, und es gibt auch einen neuen Begriff von Demokratie. Der hängt jetzt nicht nur an der Herrschaftsverteilung, sondern so wie Gesellschaften aufgebaut sind. Und die beruhen jetzt sozusagen auf dem Prinzip der Gleichheit der Bedingungen. Also nicht mehr die Natur entscheidet zum Beispiel über den Zugang zu politischen Ämtern, sondern das wird in der Gesellschaft selber ausgemacht, weil alle aus denselben Startbedingungen her. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Da sind jetzt auch die Frauen mit dabei zum Beispiel. Auch nicht. Ne? Also deshalb hatte ich ja gesagt, oder versucht zu sagen, die politische Ideengeschichte ist, was die Genderfrage angeht, eine Skandalgeschichte. Mhm. Also Rousseau wollte die Frauen nicht den politischen haben, und zwar nicht, weil er sie für schwach, sondern weil er sie für so stark hielt. Die Frauen sind die das Begehren des Mannes steuern, und sie sind die eigentlichen Herren im Haus. Da sollen sie auch herrschen, da sind sie auch notwendig, aber bitte keinen Schritt in das Öffentliche. Tocqueville hat sich über auch das unterschiedliche Frauenbild in Europa und in Amerika hat darüber geforscht und sieht da auch markante Unterschiede. Er bleibt aber sozusagen bei der aristotelischen These, dass der Raum, der Ort der Frauen das Private ist. Mhm. Dass sie da nicht eingehen. Jetzt hat mir gesagt, Klasse, Geschlecht und Rasse. Genau. Und natürlich konnte er auf seiner Reise dem Rassenproblem, konnte er nicht daran vorbeisehen. Und Tocqueville's Wahrnehmung ist keine einheitliche. Ne? Also einerseits kommt er nach Amerika und bringt eigentlich alle europäischen Vorurteile von der Überlegenheit der weißen Rasse mit dahin. Ne? Also das bringt ihn nicht zum Nachdenken, an dieser These nochmal Abstriche zu machen.
Was er allerdings macht, und zwar nicht sozusagen mit seinen normativen Vorurteilen, die er dorthin bringt und auch wieder mit zurückbringt, was er allerdings macht, er schaut sich sozusagen an, wie unter den Bedingungen der Rechtsgleichheit trotzdem sozusagen die rassistische Diskriminierung weiterhin bestehen bleibt. Und da trifft er eigentlich einen Befund, den wir heute unter Trump zum Beispiel, der ja Gott sei Dank zurzeit noch Vergangenheit ist, auch wieder offensichtlich ist. Ne? Also dass der Rassismus sozusagen ungeachtet eines demokratischen Rechtssystems herrscht, weil die Institutionen gewissermaßen die Komplizenschaft für diesen internen Rassismus übernehmen. Das hat er schon gespürt, aber und er hat es auch niedergeschrieben. Ja. Ne? Also er unterläuft eigentlich seinen eigenen europäischen Rassismus. Aber das ist nicht so weit gegangen, dass seine Beobachtung, seine ja, normative Voreingenommenheit und sein sozusagen Festhalten am Primat der weißen Rasse in Frage gestellt hätten. Gehen wir nochmal zurück auf das Destillat von seinen Beobachtungen. Mhm. Was ist denn seine These? Was macht denn moderne Gesellschaften aus? Neben Freiheit und Gleichheit. Das ist ja schon mal was. Ne? Okay. Genau. Das ist sozusagen die Basis, auf der das passiert. Aber Tocqueville sieht, dass die Demokratie, obwohl sie in der Gleichheit der Bedingungen grundgelegt ist, das ist quasi der natürliche Sockel in Amerika, dass die Demokratie gleichzeitig stärker als alle anderen, auch als alle aristokratischen Gesellschaften, an der Ungleichheit arbeitet. Ja. Also sozusagen der Individualismus, der in diesen Gesellschaften möglich ist, der führt auch dazu, dass... Also das heißt, man erkennt zum ersten Mal eigentlich, was denn Ungleichheit ist? Ja, weil sie ja sozusagen selber produziert ist und weil sie aus diesem Kampf um Anerkennung hervorgeht. Ne? Also die bürgerliche Gesellschaft, also die Gleichheit der Bedingungen, produziert ohne Unterlass immer Ungleichheiten, weil man sich ja von denen unterscheiden will, die auf einer Stufe mit einem stehen. Ne? Also es ist eine ganz starke Ungleichheitsmaschine. Genau. Also es ist kein Klassenkampf. Ne? Mhm. Das war ja der große Antipode von Tocqueville, Karl Marx, der das als Klassenkampf ausgelegt hat. Aber es ist ein unerbittlicher Kampf um Anerkennung, der immer weiter zu immer neuen Ungleichheiten in der Gesellschaft und auch zu Spaltungen führt. Das ist das eine Problem, was er markiert. Und das andere sind wir vielleicht auch fast schon wieder im 21. Jahrhundert, dass er sagt, die Demokratie ist zwar Herrschaft des Volkes, aller über alle, aber gleichzeitig produziert die Demokratie einen spezifischen Typus von Menschen, dieser Omdemokratik. Das ist einer, der sich quasi aus dem, obwohl er mit allen anderen zusammenlegt, immer rausnimmt, der auf seiner Position des Einzelnen beharrt und der auch eigentlich nicht mehr mit anderen in Verbindung tritt. Ja, Biedermeier. Ja, Biedermeier, Kleinbürger, das ist ja so diese Figur. Ja. Tocqueville hat sich ja selber als Liberalen der neuen Art verstanden. Mhm. Warum neuen Art? Weil in dieser Begriff des liberalen Bürgers, der sich quasi nur als Marktteilnehmer sieht und die Politik sozusagen an zweite Stelle, weil ihm diese Vorstellung suspekt geworden ist, weil er auch sozusagen die Gefahr darin erkannt hat, dass Bürger sich primär als Privatpersonen denken und weniger als sozusagen politische Zeitgenossen. Ist das gut oder schlecht? Das ist für ihn Teil der Pathologie. Ne? Mhm. Und Tocqueville hat ja auch über die Zukunft nachgedacht und da eigentlich eine sehr fassbare Alternative formuliert, wenn es gut läuft. Ne? Mhm. Also wenn sich die Gleichheit der Bedingungen unter Bedingungen politischer Teilhabe entwickelt, dann gibt es sowas wie eine liberale Demokratie, bei der sich alle auf die Schulter klopfen können. Wenn es aber schlecht läuft, gibt es so etwas, was er mangels Besseren einen sanften Despotismus genannt wird. Totalitarismus. Ja, da gibt es eine Diskussion darüber, ob man ihm das schon zutrauen kann. Ich glaube nicht, dass ihm das mit den politischen Erfahrungen des 19. Jahrhunderts, dass ihm so viel Prophetie zur Verfügung. Aber er legt die Mechanismen auf,
auf. Aber es ist doch interessant, dass ausgerechnet die Demokratie wieder auf so einen Extrem zusteuern kann, voilà. Zumindest nach seinen Beobachtungen. Voilà, genau. Und das, dieser Gedanke wird ja im 20. Jahrhundert auch von so Autoren wie Claude Lefort auf der einen Seite aufgenommen, die halt sagen, dass die Demokratie sozusagen eine gefährliche Einrichtung ist, weil nur aufgrund demokratischer Verhältnisse totalitäre Ordnungen geprägt haben. Und da kennen Sie noch jemanden, der so einen modernen Totalitarismus oder moderne Totalitarismen besonders intensiv beobachtet hat? Ja, den kennen wir natürlich und als Münchner müssten wir den sogar sehr gut kennen, weil es derzeit auch eine sehr schöne Ausstellung im Literaturhaus gibt, ja, über, ich glaube, die große politische Denkerin des 20. Jahrhunderts, über Hannah Arendt. So sieht sie aus. Sah sie aus. Sah sie aus. Ja, doch, sieht sie immer noch aus. Genau. Und wir könnten eigentlich so als Ahnengalerie schon diese Reihe Rousseau, Tocqueville, Hannah Arendt aufstellen. Denn bei allen Unterschieden haben die natürlich eines gemeinsam, so die Begeisterung für lebendige Beteiligung der Bürger am Gemeinwesen. Also in dem Sinne sind sie alle Republikaner, weil sie alle nicht damit einverstanden sind, sozusagen den Menschen in den Kleinbürger, in den Bourgeois aufzulösen, sondern alle der Meinung sind, dass sozusagen die Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn die Bürger ein genuines Interesse an ihrem Gemeinwesen behalten. Also wenn sie es nicht delegieren und wenn sie sozusagen das Regieren nicht anderen überlassen und sich nur als Privatbürger vorstellen, sondern dass sie gemeinsam mit anderen handeln. Und bei Hannah Arendt ist es halt so. Also wenn ich kurz einhaken darf, wir sind jetzt hier im Zentrum von München. Ja. Und ab und zu abends, wenn ich nach Hause werde, dann sehe ich Demonstrationen von Leuten, von Menschen, die halt die Corona-Maßnahmen der Regierung kritisieren. Und von denen würde sich, wenn ich ihn fragen würde, wahrscheinlich die meisten sagen, sie nehmen hier ihr freiheitliches Recht wahr, das ja auch dann gut im Sinne von Tocqueville und von Arendt wäre, oder? Das ist jetzt die Frage, ne? Ob Hannah Arendt zum Beispiel diese Art von Protest gutheißen würde, weil sie ja natürlich der Meinung war, dass zur Politik die politische Stellungnahme, Bürgerbeteiligung notwendig ist. Also sie hat zum Beispiel paradoxerweise die Studentenbewegung in Amerika unterstützt und auch den Ungarnaufstand. Also überall da, wo sich ganz spontan politische Artikulation realisiert hat, jetzt mit Blick auf die Demonstrierenden da am zum Beispiel am Odeonsplatz, würde man fragen, wofür demonstrieren sie? Und ich glaube, die Antwort wäre für ihre persönliche Freiheit und gegen die Bevormundung. Ne? Das heißt, das gibt es ja inzwischen in der Disziplin einen Fachbegriff der Selbstermächtigung. Ne? Also es gibt niemanden mehr in der Politik, in der parlamentarischen Demokratie, der die Interessen dieser Protestgruppe vertritt. Also der Staat fällt aus. Sie sind also zumindest in deren Narrativ. Genau. Das ist sozusagen die Selbstwahrnehmung. Deshalb müssen sie sich selbst ermächtigen. Das ist jetzt natürlich eine, man könnte natürlich zunächst sagen, welches Interesse sie da im Auge haben. Und für Hannah Arendt war politisches Agieren immer daran gebunden, dass man nicht sozusagen seine Privatinteressen in den Vordergrund stellt und versucht, die irgendwie über Repräsentation zur Geltung zu bringen, sondern dass man sozusagen den Standpunkt der Gemeinschaft vertritt. Also im Arendtschen Sinne würde ich eher sagen, wenn es da sozusagen eine Expertise von ihr bräuchte, dass sie das für eine Demonstration von Bourgeois halten würde, die primär sozusagen ihr privates Leben im Fokus haben und nicht an die Gemeinschaft denken. Das wäre zumindest so die Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass sie die Proteste in dem Sinne unterstützen würde. Können Sie noch mit die wesentlichen Thesen von Hannah Arendt destillieren in Bezug auf unser Thema? Wie gesagt, sie hat angefangen mit dem Versuch,
die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts zu verstehen, die Entstehung der totalitären Regime, das war ihr Werk in den 50er Jahren über die Ursprünge totaler Herrschaft. Nicht Gründe und Ursachen, weil man die nicht ausmachen kann, weil Geschichte nicht voraussehbar ist. Das war sozusagen ihre Diagnose und ihre Therapie liefert sie dann in den 60er Jahren mit diesem Buch Vita Activa. Mhm. Eine Rehabilitation auch sozusagen der politischen Existenz des Menschen. Mhm. Also sie wirft ja auch den Philosophen vor, irgendwie blind für das Öffentliche zu sein. Nur sozusagen in Parenthese, ihre Musterbeispiele sind, war ihr Geliebter Martin Heidegger, mhm. der sich trotz aller gedanklicher Tiefe vor die Bewegung stellen wollte, und natürlich auch Platon, der mit einem Tyrannen paktiert, um sozusagen mhm. das Vernünftige zur Geltung zu bringen. Also nicht nur über Begriffe meditieren, sondern über die reale genau. mhm. Umwelt, über die Probleme. Genau, und das war sozusagen, und ihr Plädoyer, wenn man danach fragen würde, könnte man fast einen Slogan aus der bundesdeutschen Politik nehmen, mehr Bürgerbeteiligung, ne? Dass die Menschen aus ihrer Komfortzone des bloß Privaten herausgehen und sich verantwortlich für ihr politisches Leben führen. Aber für das Gemeinwesen. Und für das Gemeinwesen. Ne? Also wir sind ja hier im Haus der bayerischen Wirtschaft, mhm. und das würde Hannah Arendt, glaube ich, Unbehagen bereiten, weil ihr Plädoyer, Sie haben mich so nach Botschaften gefragt, ja. ne? Ihr Plädoyer war natürlich für eine Gemeinschaft, so, die sich aus den Zwängen des Ökonomischen befreit und die den Staat nicht nur als eine Institution versteht, jetzt den Markt funktionieren zu machen, sondern der primär an der politischen Existenz des Menschen annähert. Ne? Also nicht der Homo Faber, ne? Also der Handwerker, und nicht das Animal Laborans sind sozusagen die Bürger und Bürgerinnen, von der sie träumt, sondern das, so komisch sich das jetzt anhört, das Animal Rationale, ne? Ja. Das Zoon Politikon, ne? Das politische Wesen. Das war gewissermaßen ihre Hoffnung und vielleicht auch dieses Prinzip Hoffnung, was sie sozusagen die Katastrophen, was sie angesichts der Katastrophen des 20. Jahrhunderts irgendwie noch mit Zuversicht erfüllt hat. Ja. Also ein starker Glaube an die Politik, aber sozusagen nicht unter dem Diktat des Ökonomischen, sondern als die Sphäre, in der Menschen sich eigentlich primär bestimmen. Das war so die Hoffnung. Jetzt könnte man fast noch übergehen auf die soziale Marktwirtschaft. Ja. Die uns ja auch dahingehend prägt und prägen sollte, dass wir halt das Ökonomische mit dem Politischen positiv verbinden. Genau. Mhm. Aber dazu ist es jetzt leider etwas zu spät. Das wäre auch ganz ich glaube, wir haben auch schon einen richtig weiten Bogen geschlagen, mhm. von ja, unseren Phänomenen der Ungleichheit, die wir jetzt halt medialisiert wahrnehmen, mhm. Über Brasilien, Frankreich, Totalitarismus, Hannah Arendt. Mhm. Zum Schluss, ich meine, diese Themen haben Sie ja Ihr gesamtes berufliches Leben begleitet. Mhm. Sie sind jetzt seit kurzem emeritiert. Und als Schlussfrage, machen ein kleines Gedankenexperiment. Mhm. Wir nehmen mal wieder an, Sie sind jetzt wieder an der Uni Regensburg, sind mit Ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern zusammen, es ist ein Schuh fix. Und plötzlich zieht einer von den wissenschaftlichen Mitarbeitern einen großen Koffer hervor, legt den auf den Tisch, macht ihn auf, es ist ganz viel Geld drin. Mhm. Es ist Forschungsgeld. Mhm. Das können Sie ausgeben, wofür Sie wollen. Und mhm. Sie bekommen 2 Semester forschungsfrei, und zwar für sich und die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Mhm. Was würden Sie denn jetzt im Schuhfix sagen? Was sind unsere neuen Themen? Womit beschäftigen wir uns? Ich glaube, zunächst würde ich mein Glück nicht fassen können. Weil es wirklich etwas sehr Utopisches hat. Ja, vielleicht damit Gründe dafür zu finden, um zu sagen, man muss sich erstens vor Spaltung in der Gesellschaft nicht fürchten, mhm. weil die sozusagen das natürliche Element demokratischer Gesellschaften ist, und vielleicht ein Sonderforschungsbereich dazu, ob man die Konflikte in der Gesellschaft heute eigentlich als Spaltungen der Gesellschaft begreifen sollte. Mhm. Das klingt immer so ein bisschen als Betriebsunfall des Politischen, aber es sind eigentlich die Betriebskosten. Da wären wir natürlich wieder bei einem sehr
Also da würde ich sagen, wäre das Forschungsgeld, glaube ich, ganz gut investiert. Gut. Das waren die RI-Kontexte. Mehr von Karl Friedrich Herb zu seinem Werdegang, zu dem, was ihn geprägt hat und was denn der wesentliche Unterschied ist zwischen brasilianischen, französischen und deutschen Studierenden, das finden Sie in unserem Podcast mit meiner Kollegin Tina Meyer-Schneider. Einen Link zum Podcast finden Sie hier unten in der Videobeschreibung oder überall, wo es Podcasts gibt. Alle Informationen zu unserem Institut und dem Menschnerin finden Sie im Netz unter www.romanherzoginstitut.de. Dort können Sie auch unseren dreimal jährlich erscheinenden Newsletter abonnieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter oder Insta. Die nächste Sendung der Staffel erscheint in 2 Wochen. Mein Gesprächspartner ist dann der Philosoph Dr. Placidus Haider.